Los geht's und auf einen neuen... Lol, wo bin ich denn hier gelandet? Ein neues Breakfast-Display mit meiner Boon ganz selten. Oh, du, und du hast Orion selten, ist mir gleich auch gefallen. Ja, ist das schön. Scheiß Aufnahmeprogramm funktioniert nicht. Bäh. Okay, dann probieren wir es mal beim ersten Mal aus. Oh! Fuck. Du kleiner Cheater, du. Ich glaube, ich war schon mal auf der Map. Ich bin mir nicht sicher. Die erinnert mich an diese Terraria-Map. Nein, ich war schon mal auf der Map, bin ich mir sicher. Nicht. Stopp. Oh, könnte das LP abbrechen. Nee, tut mir leid. Ah! Oh. tut mir leid, ich habe nur noch die 30 Tage lang die Moon ganz selten. Okay, kann ich verstehen. Ja, das ist mal wieder ein Argument. Present by Epic Lane Day. Abonniert mich. Oh! Schreihals. Ich dachte, du wärst... Ach, egal. Du bist gegangen. Na, wo seid ihr, fetten Kinder? Bist du fettes Kind? Na, nur ein bisschen. Ein bisschen? Ja, kennt die Map direkt ganz gut. Aua! Schreckhals, Mann. Okay, so gut ist die Waffe nicht unbedingt. Von den eigenen Kill und 4 Downs ist es schon mal ein Anfang. Wo kommt man da hoch? Bild da. Hoch. Sagt das doch. Ah. Ihr dachtet, ihr könnt... Wo ist dein Epic Lane Gay? Wo ist dein Epic Zero Gay? Schätze man mal so. Und darauf und von da aus gibt's dann keinen Weg mehr weiter. Also, schätze mal, man soll sich hier oben verarscht fühlen, ne? Oder... Wie seid ihr da hochgekommen? Wir haben Connections. Nee, wir wissen, wie es lang geht. Ihr kennt die Map, ne? Auch. Eine Karte von unserer Pizza. Autsch. Das war die neue Wasserbombe, die jetzt neu im Shop ist. Du fetter Schreihals, du. Wo ist er denn? Da hinten. Da hinten sind sie. Da hier. Alter, der ist bei euch im Raum. Wo lande ich hier überall? Ah, du hast... Wieso bist du gegangen? Ja, mein Breakfast ist abgestürzt. Da kann ich nichts für. Was fragst du mich? Oh! Ey, dieser Schreihals immer wieder. Immer dieser komische Schreihals. Woher kommt der immer? Keine Ahnung, was das für ein fetter Typ ist, aber ich kenne ihn jetzt schon mein halbes Leben lang. Ja, blub. Ich finde diese Wasserpistole voll geil, auch wenn ich es mir erstmal noch nicht kaufe, aber noch nicht sicher bin. Wenn ich sie mir unbedingt kaufen muss, ab 50 Personen, die in YouTube schreiben unter diesem Video, kauft ihr die Wasserteil und das dann noch im Shop ist, dann kaufe ich es mir auch. Oder es gibt die für Faustpunkte. Das wäre dann auch eine Möglichkeit. Wetten, die wollen erstmal nur Geld damit verdienen und später geben sie die für Force-Punkte, bin ich mir sicher. Aber ich will euch nicht davon abhalten, die mit Tokens zu kaufen. Also schön weiter eure Tokens ausgeben. Damit die Macher schön Geld verdienen. Blub, 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 blub. Ich finde die schön. Ich finde, die macht schöne Geräusche und macht schönen Schaden. Aber ich kaufe sie mir immer noch nicht. Ich bleib bei Bieten. Naja, erstmal habe ich ja jetzt 30 Tage eine neue Waffe. Danke. Das ist jetzt zwei, drei Monate her, dass ich die überhaupt einen Pick and Win gewonnen habe und das Video danach auf YouTube kam, ne? Okay, 3 Monate ist übertrieben, aber... Top in a tough job. Buddy disconnected from your channel. Der macht jetzt einen auf Simon. Jetzt auf der... Ja, jetzt mache ich einen auf Schreihals. Und jetzt mache ich einen auf Zero. Ach, kann ich nicht. Ich habe keine Nades mehr. Aua! Ist ein bisschen fett, die Waffe. Findet ihr nicht auch? Aber die KD hole ich so langsam wieder ein. Nachdem ich in der Stadt war und mit Paysafe-Karte wieder eine Premium-Account geholt habe. Ich weiß, voll deutsch. Ich weiß. So, jetzt bleiben wir gechillt. Da ist kommt der Hi. Willst du jetzt cheaten oder was? Junge, du fetzt! Self-Killer. Entschuldigung. Ja, natürlich. Schreihals, das hättest du nicht tun dürfen. Sollen. Ich höre Schüsse. Du mit deinen Wasserballons. Ups. Das sieht eher aus, dass er aus, wären in diesen Wasserbomben eher so Säure drin, so grüne. Würde natürlich mehr Sinn ergeben. Aber man kann sich entscheiden. Ich meine, ich habe hier Ostereier. Was nun? Explodierende Ostereier, ne? Ja, das ist Breakfast. Ich würde alles empfehlen, was es im Shop gibt und kauft euch immer das teuerste mit Tokens.
Genauso wie ich. Und noch empfehlenswerter ist, spielt niemals gegen Schreihals und Zero. Hi. Aus so einem Grund natürlich. Kannst jetzt aufhören, mich zu töten. Ich muss auch mal ein paar etwas für meine Zuschauer tun. Was kann ich denn dafür, wenn ich immer hinter dir stehe? Das liegt am Let's Play, aber der Schreihals hat mich ja sowieso jetzt nicht. Ich mach's mal noobig mit meinen Mates. Schreihals, oh Mann! Scheiße. Dieser kleine Fettsack. Stirb! Stirb! Lol. Okay, erstmal jetzt aus Versehen, sorry. Na klar, klar. Ja, ist gut, ich verstehe dich schon. Ich spiel, glaube ich, mal eine Runde mit der Pistole. Kann ich die Endknarre mal zeigen? Du Schwuchtelschreihals, du kleine Schwuchtel. Guck mal extra für deine Zuschauer, töt mich gleich mal nicht, Dill. Nein, von der KD, die du mir schon ruiniert hast. Kann der jetzt mal verschwinden, der kleine Osterhase? Wir sterben. Kleiner Schrei als du. Ja, beide. Katzenaugen. Autsch. Guck mal, wie der cheatet, Alter. Nein, der hat's mal wieder ganz schlecht. Nach deinem schlechten Pick-and-Win-Lose. Da hätte ich ganz schnell den Stern gewonnen, ohne Witz. Ach du kleiner Nebel. Ich als kleiner YouTube-Noob. Das bekomme ich jeden Tag zu sehen als neue Nachricht. Wenn ich mich auf neue Nachrichten freuen muss, kommt immer sowas dabei raus. Nein, nein, du, ich bin viel besser als du. Lass mal One vs. One machen. Kann man sehen, wer hier der Beste ist. Ja. Ich als Schreier zum Beispiel. Jetzt stirbt man! Ey, ich schwör Moon ganz seltenes Furz, Alter. Nein, das liegt daran, dass ich gerade Let's Play mache. Fraps ist mal wieder voll am Schnuben. Hi. Hi. Ich drück ab sofort, hätte nie wieder Tabulator. Ich werde es ja doch wieder tun. Schreihals, geh sterben. Knapp daneben. Wo ist Schreihals? Oh, was zur Hölle? Nein, ohne Witz jetzt. Wie hat er das gemacht? Er kann cheaten. Ja. Glaube ich dem jetzt sogar. Ohne Witz, dieses scheiß Frap, siehst du, wenn er jetzt nicht auf mich geschossen hätte, dann hätte er der... Nein, wenn er jetzt auf mich geschossen hätte, dann hätte der mich einwandfrei getötet. Das liegt an Fraps, ich schwöre, das ist schon immer so gewesen. Das hat sogar Ploxy. Ohne Witz, ich mein's ernst, das hat er schon gesagt. Habe ich schon in mein Special reingebracht. Da hat er gesagt, da seht ihr mal, was passiert, wenn ich die Fraps anhabe. Sowas in der Richtung, meine ich jetzt. Als Satz. Ich geh jetzt mal hier hoch. Ah, verstehe. Sollte ich das verstehen, gut. Guten Tag. Diese scheiß Nate Noobs, ey. Ja, diese scheiß... Nicht Nate Noobs. Namens Schreihälse. Geh sterben, geh sterben! Ja, hat sich gelohnt. Du Fettsack. Du Fettsack, Alter. Einmal nicht wieder lohnendes Let's Play. Breakfast Folge 110 hat sich nicht gelohnt. Genauso wie mit der Tsunami. Und genauso... Genau, wie... Ach, egal. Ein Kill, woo, Gangster, ciao.